Mahlzeit, herzlich willkommen beim Redview Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Und wir sind heute in Wien bei der Japa Expo Europe. Das ist die Messe rund um Freizeitparks, Unterhaltung, Amusement und weiß ich nicht was alles. Wir zeigen euch heute einige spannende Sachen, einige Neuheiten, einige Ankündigungen oder was in letzter Zeit sonst so passiert ist. Seid gespannt, es wird auf jeden Fall interessant. Wir hatten gestern schon das erste Abend-Event, wo wir schon ein bisschen gequatscht haben. Das wird auf jeden Fall gut. Und wir sind jetzt in Wien, die Sonne scheint, wir gehen rein und gucken uns die Messe an. Viel Spaß. So, wir sind jetzt schon mal drin, haben unsere Badges geholt, die nicht so schön sind wie sonst immer. Aber es gibt hier offizielle Mediapartner, unter anderem die Kirmes- und Parkrevue. Und wenn man die aufmachen, sind da ganz, ganz tolle Menschen oben in der Mitte drauf. Guckt euch die beiden an. Wenn ihr die schon mal gesehen habt, dann seid ihr auf dem richtigen YouTube-Kanal. Ich bin so scharf. Ja, mein Name ist Dirk Runzheimer. Ich bin Repräsentant von RES, Ride Engineering Switzerland, ein schönes Unternehmen aus der Schweiz. Wir entwickeln, bauen, entwerfen Fahrgeschäfte für Kinder, für Erwachsene, für Thrill-Verrückte. Ja, und ich freue mich, dass ihr uns hier am Stand besucht. Dann danke ich dir an dieser Stelle dafür und freue mich schon aufs nächste Mal. Wunderbar. Und ich danke euch, dass ihr den Job macht, weil ihr macht das super. Ich gucke immer gerne wieder eure Podcasts mit Video. Danke dir. Super, danke. Und am Stand von SBF Visa zusammen mit Christoph Wunderlich. Und wir reden über Neuheiten und was so passiert ist in letzter Zeit. Womit möchtest du anfangen? Genau. Ja, hey Bro, erstmal schön, dass ihr bei uns da seid am Stand. Ich würde eigentlich sagen, lass uns doch mal anfangen mit den Neuheiten, was so passiert ist. Was haben wir dieses Jahr so gemacht? Was ist bisher ausgeliefert? Wenn das für dich okay wäre. Ein Visa Coaster dann, Rastiland und nächstes Jahr dann im Kurpfalzpark und im Skylinepark. Und ich hoffe, wir konnten auch so ein paar. Das ist ja das Schöne immer. Du fragst dann immer direkt nach und wir haben nichts zu verbergen. So our company is called Brogen Technology, and we're based in Taiwan. And our company is around 20 years for now. And then we go on IPO in 2012. And now we got 300 people in our group. This is our flying theater, and the system is called M-Ride. So which is focused on the movement of the pitch. So after the M-Ride, so I-Ride is our iconic product. So for I-Ride, we have different kinds of locations and which are very famous in European area, like Volatarium in Europa Park. Mein Name ist Tom Bauens und ja, wir sind hier gerade bei Lagotronics Projects.
So, wir sind jetzt hier beim Stand von Rädervogel. Ich schleife die Jungs jetzt nicht wieder vor die Kamera. Das haben wir 2017 das erste Mal gemacht. Ja, guckt euch das Video lieber nicht an. Das war, glaube ich, nicht so gut. Aber Rädervogel ist einer der wichtigsten, etabliertesten Hersteller für Schwerlasträder und in unserem Fall Achterbahnräder. Und ne, so, das ist so die Größe von einem Achterbahnrad. Das habt ihr alle schon mal gesehen. Das kennt ihr. Das ist normal. Gibt es auch was kleiner. Gibt es aber auch, wenn wir hier ein kleines Stück rüber gehen, ein wenig größer. Das ist schon ziemlich beeindruckend und findet öfter Anwendung. Es gibt aber auch Attraktionen, Bahnen von einem großen deutschen Hersteller, die Achterbahn und Wasserbahn miteinander vereinen, in Europa, glaube ich, einmalig sind. Und dies sind Boote, gelaunchte Boote, die über Achterbahnschienen fahren und durch Wasser fahren. Und dann ist das ein Rad davon. Das ist ein Laufrad von, ja, ich glaube, das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass das von dem Power Splash von Mack Rides ist. Das ist krank. Es ist nicht nötig, dass diese Löcher hier drin sind, aber das ist ein bisschen so die CI, das Logo und der Stil von Rädervogel und macht das Rad um einiges leichter, wenn man hier das Material wegnimmt, weil das ist halt alles Vollmaterial. Und wir haben auch schon mal unter so einem Power Splash Boot gestanden und die Magneten und alles gesehen und das sind halt die Räder. Das ist krass. Vielleicht auch noch mal zu Achterbahnrädern, um das mal kurz zu erläutern, wie das denn funktioniert, dass der Zug nicht entgleisen kann und dass ihr sicher mit einer Achterbahn fahren könnt. Haben wir hier quasi exemplarisch eine Schiene und dann haben wir das gerade von mir angesprochene Laufrad. Ihr müsst euch vorstellen, dass wenn ihr auf einer normalen Achterbahn seid, wo ihr auf der Schiene sitzt, ihr sitzt hier und das unter euch der Boogie, das Ganze ist der Boogie, die Achse. Das ist das Laufrad, das läuft oben auf der Schiene. Dann, damit das Ganze nicht abhebt, bei zum Beispiel Airtime und abhebenden Kräften, gibt es die sogenannten Upstop-Wheels, die unten drunter sind, die haben wir hier unten drunter. Und die Seitenführungsräder, damit ihr halt auch in der Bahn bleibt und seitlich geführt werdet. Hier auch ein Beispiel eines Boogies mit Rädern für Gerstlauer Anlagen. Und das ist so, was Rädervogel unter anderem macht. Außerdem haben die verdammt coole Tische, wo Räder dran sind und sind eh ziemlich cool und kommen aus Hamburg. Und das auch einmal ein Part hier, der meiner Meinung nach wichtig und erwähnenswert ist. Von Wiegand Water Slides, ist das richtig? Oder Wiegand World of Slides und wir haben Miro Gronau am Start. Also was ist neu? Denn bei der Trockenrutsche, wo wir ja auch sehr viele von bauen, da kommen jetzt auch der Harzturm eröffnet bald seine im Harz, die wir jetzt gerade installieren. Die hat zum ersten Mal das V-Glow-Konzept drin. Das ist Schwarzlichtmalerei, jetzt viele Türme, viele Großrutschen, auch neue Innovationen, unter anderem eben jetzt auch Lichtsachen. Viel getan. Tatsächlich ist die vielleicht euch bekannte Wasserrutschenfirma aus den Niederlanden, Van Ectum, leider Konkurs gegangen. Das zur X-Slide, die haben wir ja letztes Mal schon vorgestellt, die Kreuzung in einer Wasserrutsche, die haben wir zum Patent angemeldet und auch jetzt erste Probefahrten bei uns auf dem Hof gemacht. Das hat auch schon geklappt, hat auch ein paar Mal nicht geklappt, aber jetzt hat es geklappt. Auch Hendrik Wiegand ist das persönlich schon gerutscht. Dann Coaster Kart, auch ein paar Neuigkeiten, da haben wir jetzt My name is Yannick Gem. I'm Vice President Sales and Marketing. So I've been with the company for 2 years now. And we're creators of fun. We can come here. So the walkthrough experience I was talking about before for PUBG is a combination of things that we do. So, and it's very difficult to explain. Sorry, guys. But if I do a little bit of room, so you have your queue lines here. Yeah. Okay. And I want to create a story, so. But if I leave from wherever I am, I need to bring you into another world. Yes. I don't have enough money this for that. This is the big finale. But for the show, we have a special, it's 5% at this point. Oh, really? Yeah. Yeah.
Engineering stand und es ist zum ersten Mal in der Karriere von Ride Review stehen die beiden nämlich hinter der Kamera und nicht so ein Mittelding. So. Also quasi vor der Kamera. Ja, ihr habt natürlich recht. So. Also, was gibt es? Was? Also wir sind nicht auf der Kirmes. Oh, noch eine fahren und noch eine fahren. Weiter weg? Okay. So ist gut? Ja. Alles klar, okay. Was sagen Sie zu der Veranstaltung hier? Jetzt habe ich das Mikrofon, aber die Kamera nicht, aber so ist besser. Okay, das hätte ich eigentlich wissen können. Ja, okay, hier. Ah, cool, sauber. Nein, habe ich noch nie. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, okay. So, also, nochmal herzlich willkommen hier beim Art Engineering Stand. Ja, das Bier scheint schon geschmeckt zu haben. Judith hat noch was, Dennis hat leider nichts mehr. Hier werden Fotos gemacht von mir, das finde ich eigentlich gar nicht in Ordnung. So, also, ihr wart ja einer der Ersten, die Lagoon waren und die neue Anlage von Primordial schon von innen gesehen haben. Ich würde gerne wissen, wie hat euch die Fahrt gefallen, die ihr leider nicht gemacht habt? Das war die beste nicht angetretene Achterbahnfahrt meines Lebens. Ich bin seitdem Trinkerin. Okay, ja, das tut mir wirklich schön zu hören. Ich wäre wahrscheinlich auch Trinker, wenn ich das gesehen hätte, was ihr gesehen habt und nicht darüber erzählen dürft. Aber wie fandet ihr das, was ihr nicht erzählen dürft? Spannend. Interessant. Hashtag 90 Zentimeter. Ich glaube, das wird etwas eng. Aber ich fand es geil, hier am Art Engineering Stand dieses geile Interview fast mit mir selber geführt zu haben. Aus diesem Sinne, bis bald. Die haben aber jetzt gesagt, weil wir müssen das... Genau. Ja, also ich weiß nicht, was... Nein. Das ist die Perspektivstraße hier. Oh, guck ihn an! Dann, jetzt geht's auch. Jetzt wird gar nicht peinlich. Ihr habt doch Hunger, oder? Komm. Ey, so warm wie es gerade eben war, da drin. Brauchst du Gabel? Ich hatte eben Messer. So, der erste Tag auf der Messe auf dem Showfloor ist vorbei. Wir sind jetzt bei der Opening Reception und im Schweizer Haus hier auf dem Wiener Prater. Ja, volkstümliche Musik. Aber das ist gut, es gibt Budweiser, das ist schön. Und das Essen ist wirklich gut. Also das, vor allem, wer sich an London zurückerinnert, ist jetzt in Heaven. Das ist der Wahnsinn. Ja, jetzt trötet ihr auch lauter, wenn ich rede. Und Tom schmiert die Thunfischpaste auf die Kamera. Richtig, ich kann mich gar nicht mehr einkriegen hier bei der schiefen Musik. Aber mit der Quetschkommode ist auch ein bisschen vorne schon vorgedrungen. So, meine Freunde der Sonne, wir verlassen das Schnitzelhaus. Schweizer Haus, mein Gott, das ist so drin. Ja, vielleicht fahre ich nochmal eben Starflyer und dann geht's von... Und dann geht es von der Opening Reception zu Plan B Party von Move Motion. Habt ihr schon mal gehört, bevor ich das gleich vergesse zu erzählen? I just need to be with girls. What's going on?
Oh nee. Natürlich wird auf jeden Fall drauf. Ach, die hat schon geklaut. Genau. Julia, dein Mann sucht dich. Right, Review. Sag mal, haben die ein paar irgendwie Alkohol konsumiert? Ich hab das, ich krieg so Vibes, sagt man, glaube ich. Ich möchte jetzt ein Almblutler-Eis haben, Familie Blochberger. Oder Jägermeister-Eis für die für abends. Ist das ein Spritzer? K.I.A.T.-YouTube, genau. Right Review. Natürlich! Habt ihr das gehört von The Voice Over von Right Review? Natürlich, ja. Glenn, machst du bitte nicht zu das machst du. Okay. Ist mir los? Ja. Einmal. Leute, ich muss euch leider bissen, so langsam. Ja, unglaublich! Unglaublich! Oh mein Gott! Cheers! Ich hab das Gefühl, hast du das Gefühl? Ja. Mach noch Gänsehaut. Genau bin ich ein Hund und mach ich meine Und mein Schwanz? Nein. Mein Hinterschwanz. Ja, dein Hinterschwanz. Oh Mann, mein Hinterschwanz, ja. Ich glaube, wir sollten gehen. Wo ist das? Leute, should we be from another country? We are international fans. Ich nehme die Karo 7 hier, Ich stecke sie ganz nach unten ins Kartenspiel, ungefähr hier. Schieb sie hier rein, schnipp's nochmal, die kommt da ganz nach oben, ungefähr so. Ach komm. Gibt's hier Fragen dazu? Wie machst du da was? Okay, aber noch. Okay, ja. Robert, Karo 7. Fab. Schieb mal rein in die Mitte. Zeig mal, stopp. Schieb sie rein. Hier, Robert, hier. Nein! Das geht! Das hab ich bald! Nein! Das geht nicht! Das kann nicht sein. Beginner-Trick. Das Geräusch, mit dem wir gerade geweckt werden in unserem Hotel, die reißen dann eine Tür oder so ab. Hotel, Apartment. Ja, gestern noch mal kurz. Ich mach's draußen. So, der Vollständigkeit halber noch mal kurz erklärt. Wir waren ja gestern nach der Messe auf der Opening Reception. Das ist dann noch im Rahmen der Messe. Und danach waren wir noch eingeladen auf Plan B. Das ist die Party von Movie Motion. Das ist eine Firma für Videos, Fotos und all drum und dran, was man sich so vorstellen kann in der Freizeitindustrie. Und vor allem für Parks und Hersteller. Und seit 1 Milliarde Jahren am Start und war auf jeden Fall wieder sehr, sehr cool, hat Spaß gemacht und guter Abend in der Prateralm. Aber irgendwie Opening Reception sowie auch Plan B kaum gefilmt, sondern die ganze Zeit mit allen möglichen Leuten nur gequatscht, was ja auch richtig ist. Und, aber ihr habt ja gerade noch ein paar Impressionen gesehen. So, Tag 2 und wir holen uns eben beim Billa zu frühstücken und dann geht's auf in den Kampf. Mein Name ist Alexandra Grothaus und ich bin Geschäftsführerin vom Tier- und Freizeitpark in Thüle.
Ja, und wir haben einen ganz besonderen Grund, warum wir hier auf der Messe sind, denn der nette Herr hier neben mir, mit dem haben wir heute einen Vertrag abgeschlossen. Jetzt bleibt es ja an ihm, sich mal vorzustellen. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Georg Behringer. Ich bin von Art Engineering, geschäftsführender Gesellschafter, zusammen mit Oliver Bierling. Und ich freue mich auch ganz, ganz besonders, dass wir hier nebeneinander so schön sitzen, weil wir haben was ganz Tolles beschlossen und unterschrieben. Ja, herzlich willkommen mal wieder hier am Art Engineering Stand auf dem IAPA Expo Europe in Wien. Vielen Dank, liebes Rhein-Tribute-Team, dass er uns wieder hier beehrt. Rechts von mir Georg Behringer, der Mitinhaber der Firma, hinter uns Man and Woman. Also mein Name ist Christian von Elberfeld, ich habe die große Ehre und bin der stolze Geschäftsführer von Mackreiz in Waldkirch. Oh, es gibt tatsächlich große Pläne, wie man hinter uns sieht, der Big Dipper, wir kommen vom Mackreiz. Und wir werden einen Fahrzeugtypus Striker haben, die Weiterentwicklung vom normalen Big Dipper. Also es gibt ja diese Big Dipper Bahn mit Big Dipper Achterbahnwagen, sage ich jetzt mal. Und wir bekommen einen Big Dipper Achterbahntypus mit einem Striker-Fahrzeug. Mein Name ist Thorsten Schmidt. Ich bin Director of Business Development für Mowerrides, bedeutet Sales, Marketing, Produktentwicklung. Ich bin oft der erste Ansprechpartner, wenn es um Layouts geht. Bekannt ist das Produkt vom Skyline Park bzw. von Mirabellania, vom Desmo Race. Das ist jetzt ein Modell des Spike Funds, also natürlich nicht die große Größe, sondern kleinskaliert. Und wir haben das heute mal mitgebracht auf die Messe, um zu zeigen, dass wir auch hier interaktiv sein können. Und zwar, indem man den Sitz tilten kann. Wir hatten das letztes Jahr schon in London gehabt mit dem großen Modell, wo man selber tilten konnte und sogar drin setzen konnte. Das haben wir dieses Jahr mal nicht mitgebracht. Aber um das trotzdem zu visualisieren mit der Zuglänge, ist es heute mal hier in klein dabei. I'm Sven Popoli. I'm the product and project manager at Bold Move Nation. And so we are known to create dark rides, AR, VR attractions, and we also do theming and we create media. So we have the whole package. We can offer the turnkey product for the customer, so they don't need to worry about anything and we take care for them. This is the general concept, and you might recognize it from other attractions in Europe.
Ohne Puppe raus! So, um Osterhasen. Das ist ein Wegmann. Schon geil. Stutenkerl. Danke. Ich melde mich im Vlog auch mal wieder, was ich jetzt schon länger nicht gemacht habe. Und zwar, zweiter Messetag ist jetzt rum. Ich habe ein paar Aufnahmen auf jeden Fall gesehen. Wir waren gerade bei einem Geschäftsessen und jetzt sind wir zu einer Adresse gefahren, die wir jetzt noch nicht 100% haben. Wir sind zwar jetzt zu der Adresse gefahren, wo wir hin sollen. Und wir wissen nicht, was hier geht und das wurde uns auch nicht gesagt, aber wir haben eine Einladung. Jetzt mal kurz gucken. Es gibt eine einzige Hausnummer oder was? Hier ist 34. Okay, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Dann war das zu kurz. Die Uschi, die ist inzwischen krank. Das ist nicht so gut. Die arme Kleine. Ganz heiß. So Stunde 25. Das ist dann auf der Seite. Ja, theoretisch ja. Wir wissen echt, wir haben keine Ahnung. 32, wir gehen in die falsche Richtung. Okay, natürlich. Und dann ist das, wo wir hin müssen. Das ist ein Casino, oder? Das passt ja auch irgendwie. Theater. Ja. Es wurde gesagt, es soll gefilmt werden, wie ich versuche reinzukommen. Ich weiß nicht mal, wo ich reinkommen will. Ja, das sieht gut aus. Weil hier ist ein Getränkeautomat mit Whiskyflaschen. Das ist doch schon mal... Hier ja, halt das mal bitte. Ja, mach ich. Die Frage, kann ich das jetzt einfach aufdrücken? Aufschieben? Das ist die Tür. Ja. Und die mal auf die Karte. Ja. Hey. Servus, hallo. Hallo. Du musst jetzt rein, ne? Ups. Genau, es muss läuten. Es muss läuten, aber es fest auf den schwarzen Knopf. Ja, dann habe ich gerade gedrückt. Oder ich verstehe es einfach. Nee, jetzt läutet es. Versorge ich euch nicht das Video vielleicht. Hallo, willkommen in Fitzcarraldo. Hallo. Bitte schön, ihr gehört zur Gruppe dazu, oder? Ja. Alles klar. Vielen Dank.
So, wie ihr gesehen habt, also wurde mal krank. Wir sind auf dem Weg zurück jetzt zum Hotel. Wir haben das hier sehr schnell direkt gefunden und erkannt, wo wir hin müssen. Es kamen Leute etwas viel später und haben erstmal Geschichten berichtet, hatten Geschichten zu berichten. Das glaubt ihr nicht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin jetzt auch nicht derjenige in der Position, das weiterzuerzählen, auch wenn ihr nicht wisst, wer es war. Aber eventuell könnte man sich irgendwas herleiten durch die Schwenks, die ihr gerade noch gesehen habt. Aber es war so wohl ein bisschen wie eine Maze. Und man hat gedacht, das gehört zu der Show, aber es gehörte nicht zu der Show. Und Dingens, das hat 22 Minuten gedauert. Es gibt da so einen 22 Minuten Mitschnitt von, nicht von mir, aber coole Location. Sau stark, schöner Abend mit schönen Menschen. Wir machen es jetzt ins Bett und morgen geht es weiter. Also gleich hier im Video geht es weiter mit Teil, Tag 3 der IAPA Expo Europe 2023 hier in Wien. Das ist nicht unser Uber. Nee. Auf keinen Fall. Wir müssen aber schon da sind fast. Nee, das kommt doch jetzt. Okay, das kommt doch jetzt. Der Rudolf. Würde ich jetzt mal sagen. Schönen guten Morgen. Die Wäsche hängt immer noch hier an dem Fenster hinter mir. Also sieht man glaube ich gar nicht. Und wir haben, war es die dreckig, ja. Gestern war wieder mal wild. Tag 3, IAPA Expo Europe und sind in Wien, frühstücken schnell, dann steppen wir rüber, bringen unser Gepäck unter und dann haben wir noch einiges zu tun heute. Wir stehen jetzt hier eigentlich in Halle C und daran ist noch eine Halle und hier drin befindet sich Battle Card. Genau. Also mein Name ist Lars Hartmann, ich bin seit 2019 bei der Firma Huss beschäftigt, hauptsächlich im Vertrieb und für die Weiterentwicklung unserer Fahranlagen zuständig und Huss ist halt eine Bremer Firma, die seit über 50 Jahren am Markt Fahrgeschäfte produziert, angefangen damals mit der Schaustellerei und später halt ab den 2000ern hauptsächlich Parkanlagen. Die Marke Huss ist aber schon weit über 100 Jahre alt und auch im Bremer Raum angesiedelt. Woo!
Genau, also ich bin Marco Filipski und wir befinden uns heute in Wien auf der Japan-Messe auf Sankin Messestand. Und wir sind sehr froh, dass wir euch und euren Channel dann unsere neue Rodel präsentieren können. So Leute, das war es jetzt endgültig mit den Messevideos. Der letzte Tag der Japan Expo Europe 2023 hier in Wien geht gerade zu Ende. Wir sind gerade alle schon, nicht rausgeflogen, aber alle tröpfeln gerade raus. Wir machen uns jetzt gleich auch auf dem Weg zum Flughafen und es gab jetzt einiges an Einzelvideos, damit einmal so die Hersteller und oder Parks zusammen teilweise die entsprechende Aufmerksamkeit bekommen, die sie irgendwie verdient haben. Und andererseits, damit das alles auch ein bisschen sortiert ist und ihr genau das sehen könnt, was ihr sehen wollt und was euch interessiert. Und auf alles, was wir euch gezeigt haben und so weiter und so fort, halten wir euch auf dem Laufenden. Deswegen lasst ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Und auch sonst sehen wir uns jeden Tag um 18 Uhr wieder zum neuen Video hier auf dem Rideview YouTube-Kanal um 18 Uhr jeden Tag. Habt ihr es gerade gesagt? Ich weiß es gar nicht. Ich bin durch. 3 Tage Messe ist auch irgendwann bei uns. Hat Spaß gemacht, war geil und vielen lieben Dank an alle, die uns hier supportet und unterstützt haben.